der Himmel über der Erde, er beschäftigt die Fantasie von Generationen von Menschen. Der Blick ins All und der Traum von der Entdeckung des Ursprungs des Menschen ist so alt wie die Zivilisation. Die Suche nach Antworten. Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Was befindet sich dort draußen in dieser Unendlichkeit? Das ist eine ziemliche Gegenwart, die Sie da merken, weil einfach der Weltraum so nah ist. Schon früh schufen sich Gelehrte und Wissenschaftler Instrumente, um von der Erde aus ins All zu blicken. Auf der Suche nach der Stellung des Menschen im Universum und dem Ursprung der eigenen Heimat, dem Planeten Erde. Wir können so weit zurückschauen, fast bis an die Anfänge des Universums. Denn der Blick ins All ist auch ein Blick in die Vergangenheit. Nicht nur vom Weltraum aus kann das Universum erkundet werden. Das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, kurz SOFIA, ist eine Sternwarte in einem Flugzeug. Die Zukunft von SOFIA und den Entdeckungen, die wir damit machen werden, sind nur durch die menschliche Fantasie begrenzt. Wie jedes Flugzeug muss auch das fliegende Teleskop regelmäßig zur Wartung. Bei dem Jumbojet steht ein D-Check an, eine Generalüberholung. Dafür wurde SOFIA auf die Lufthansa-Werft nach Hamburg geflogen. SOFIA ist erstmal ein Flugzeug, ein großes Flugzeug. Und es ist ein Flugzeug, was in großer Höhe fliegt und dort für die Astronomie eingesetzt wird. Also ein astronomisches Observatorium für Infrarotastronomie. Das fliegende Observatorium entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der deutschen Raumfahrtbehörde DLR und der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Für die Wissenschaft ist es ein Werkzeug, um neue Erkenntnisse über das Weltall zu gewinnen, insbesondere über den Sternentstehungsprozess, Planetenentstehungsprozess, bis hin zu der Frage, ist das Leben auf Planeten entstanden oder kommt es zu uns aus dem Weltraum? Mit SOFIA beobachten Wissenschaftler Sterne und Planeten im Infrarotbereich. Der Wasserdampf in der Atmosphäre verhindert solche Beobachtungen vom Boden aus. Doch der Jumbo hebt das Teleskop über diese störende Schicht hinaus. Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe der Infrarotastronomie grundsätzliche Fragen über den Ursprung unseres Universums zu untersuchen und zu beantworten. Einen Umbau wie dieses Flugzeug sehen selbst die Spezialisten der Lufthansa-Werft selten. Neuland für die Hamburger Ingenieure. Die NASA ist sicherlich was Besonderes für uns, dieses Flugzeug sowieso. Wir haben generell mit so einem Flugzeug noch nie was zu tun gehabt. Wir haben noch keinerlei Berührung davor gehabt mit diesem Flugzeug. 17 Tonnen Teleskop, sicherlich was Außergewöhnliches. Und auch die Einrichtung ist nicht unser Standard. Hier werden sonst die Privatjets von Superreichen und Staatsoberhäuptern umgebaut und gewartet. Mit extravaganten Fliegern kennen die Hamburger sich also bestens aus. Nach 6 Jahren findet so eine Generalüberholung statt. Hier wird man ungefähr zwischen 3 und 5 Monaten benötigen dafür. Bei kommerziellen Flugzeugen ist das wesentlich kürzer, aber bei solchen Sonderflugzeugen dauert es eben etwas länger wegen dieser ganzen speziellen Einbauten. Alle relevanten Teile werden überholt. Auf den Triebwerken liegt besonderes Augenmerk. In erster Linie sind bei diesen beiden Motoren Teile verbaut, die Zeitablauf haben. Das heißt, die haben ihre maximale Lebensdauer erreicht und müssen deshalb jetzt auch ausgetauscht werden. Das ist der Grund, warum wir beide Motoren jetzt wechseln und mit neuen Motoren das Flugzeug dann versehen. Das Flugzeug ist Baujahr 1977. Und begann seine Karriere als Passagiermaschine. Ende der 90er Jahre wurde der Jet ausgemustert und von der NASA übernommen. Verschleißteile gibt es einige. Die Kraftstoffpumpen, die Hydraulikpumpen, der Starter, sozusagen der Anlasser des Triebwerks, hier luftgetrieben. Die können Grund dafür sein, dass man sie austauscht. Man hat Luftleitungen, die auch brechen können, reißen können, eben durch die Belastung, die thermische Belastung auch. Die Düsentriebwerke wurden Mitte der 60er Jahre entwickelt, wahre Dinosaurier im Vergleich zu modernen Turbinen.
Bei diesen klassischen High-Bypass-Fan-Motoren findet noch generell eine manuelle Steuerung statt. Bei der heutigen Technologie findet nur noch Null und Einsen statt. Alles ist elektronisch geregelt und man hat gar keinerlei Eingriff mehr von außen. Das wird alles schon von Werk ab eingestellt und dann nur noch verbaut. Auch die Fahrwerke des Jumbojets wurden general überholt und stehen nun zum Wiedereinbau bereit. Wir sehen hier jetzt zwei Fahrwerke der Sophia. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Wing Gears. Die sind unter der Fläche eingebaut und tragen die Hauptlast des Flugzeuges. Hier kann man schön sehen, dass alles neu ist. Diese Fahrwerke sind grundüberholt worden. Es wird behandelt wie ein neues Fahrwerk. Sophia ist eine Boeing 747-SP, eine um 14 Meter gekürzte Version des berühmten Jumbojets. SP steht für Special Performance. Die 747-SP ist kleiner und leichter als ein normaler Jumbo, besitzt aber die gleiche Triebwerksleistung. Dadurch kann das Flugzeug extrem hoch fliegen. Ideal für ein Infrarotteleskop. In einer Spezialwerft in Waco, Texas, wurde das ehemalige Verkehrsflugzeug zerlegt und neu aufgebaut. Im hinteren Rumpfsegment entstand eine druckfeste Kammer für das Infrarotteleskop. Der Hauptspiegel des Teleskops besteht aus einer Glaskeramik, ähnlich der eines Ceran-Kochfeldes. Der Spiegel misst 2,70 Meter im Durchmesser. Wie das komplette Teleskop wurde dieser in Deutschland entwickelt und gebaut. Auftraggeber war das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das DLR übernahm auch den Transport der 17 Tonnen schweren Teleskopkonstruktion über den Atlantik. Im September 2002, 5 Jahre nach Baubeginn, wurde das hochempfindliche Teleskop in ein Frachtflugzeug vom Typ Beluga verladen und zum Einbau über den Atlantik nach Waco, Texas geflogen. Mit dem außergewöhnlichen Transportflugzeug werden normalerweise Flugzeugrümpfe transportiert. In Texas installierten dann deutsche und amerikanische Techniker gemeinsam das Teleskop in den umgebauten Jumbo. Eine Maßarbeit, die mehrere Monate in Anspruch nahm. Im Juli 2003 wurde schließlich der Primärspiegel eingebaut. Wenn damals Sophia selbst auch noch nicht abheben konnte, das Teleskop war nun funktionsfähig. Die Idee, ein Teleskop auf ein Flugzeug zu bauen, ist noch nicht so alt. Die ist etwa 50, 60 Jahre alt. Der erste, der damit bekannt wurde, war Gerald Kuiper. Ein Astronom, der sich überlegt hat, dass man ein Teleskop in ein Flugzeug stellen müsste und damit in die Hochatmosphäre fliegen sollte. Er hat einen kleinen Business-Jet bekommen und da ein 30 cm, also so ungefähr, ein Teleskop reingebaut und konnte dann eine Stunde in großer Höhe rumfliegen und hat damit fantastische Entdeckungen gemacht. Und da hat die NASA gesagt, also wenn das so aussichtsreich ist und wenn es da so viel zu entdecken gibt, dann bauen wir ein größeres Flugzeug mit einem größeren Teleskop. Und das war das berühmte Kuiper Airborne Observatory. Nach der Idee von Gerard Kuiper beschaffte sich die NASA Anfang der 70er Jahre einen Truppentransporter vom Typ Lockheed Starlifter. Ein vierstrahliger Militärjet, der in großen Höhen operieren konnte. Hinter der Pilotenkanzel schnitt man ein Loch in das Dach des Rumpfes, installierte ein Spiegelteleskop mit einem knappen Meter Durchmesser und taufte das Ganze Kuiper Airborne Observatory. Bis 1995 beobachteten Wissenschaftler mit diesem fliegenden Observatorium astronomische Objekte, vor allem im infraroten Bereich. Die Wissenschaftler entdeckten die Ringe des Uranus und die dünne Methanatmosphäre des Pluto. 2 Jahrzehnte lang flog das Kuiper Airborne Observatory. Sein Erfolg war der Beweis für die Wichtigkeit luftgestützter Astronomie. Das ist 20 Jahre erfolgreich geflogen und damit hat man viele neue Einsichten gewonnen. Zum Beispiel die Ringe um den Uranus sind damit entdeckt worden. Das war ein reines NASA-Projekt, aber deutsche Wissenschaftler hatten aufgrund ihrer wissenschaftlichen Instrumente die Einladung bekommen, daran teilzunehmen. Und dann haben
war die Idee da, dass man natürlich irgendwann mal was Größeres baut, um bessere Wissenschaft machen zu können. Das war die Geburtsstunde von SOFIA. Nach dem Einbau des Teleskops, der Installation der wissenschaftlichen Einrichtung und der Fertigstellung des Flugzeuges war SOFIA bereit für den ersten Bodentest. Der Spiegel hatte noch nicht seine endgültige Beschichtung. Doch auch so war SOFIA fähig, erste Beobachtungen am Sternenhimmel vorzunehmen. Bei den Tests wurden die Funktion des Teleskops und der dazugehörigen Systeme überprüft. Dann wurde der Spiegel wieder ausgebaut. In Kalifornien erhielt der polierte Glaskörper eine Beschichtung aus reinem Aluminium. Erst die Bedampfung mit Aluminium verwandelte das Stück Glas in ein hochreflektierendes optisches System. Nur ein makelloser und absolut sauberer Spiegel liefert scharfe und präzise Bilder weit entfernter Himmelskörper. Für die Bedampfung wurde der Glasspiegel in einer Vakuumkammer aufgehängt. Lediglich 2 Gramm Aluminium waren für die Beschichtung nötig. Eine hauchdünne, lupenreine Oberfläche war das Ergebnis. Die Sternenforscher hatten den perfekten Spiegel vor sich. Dann, im Dezember 2009, startete SOFIA zu einem der aufregendsten Tests. Zum ersten Mal sollte die Teleskoptür während des Flugs komplett geöffnet werden. Bei etwa 500 Kilometern pro Stunde öffneten die Piloten per Knopfdruck das riesige Rolltor. Auch nach allen Simulationen im Windkanal und am Computer war dies ein Moment voller Spannung. Die fliegende Sternwarte absolvierte eine ganze Reihe Flugtests über der kalifornischen Mojave-Wüste. Gelegenheit für die Ingenieure, die Luftbewegung im und um das Teleskop herum zu untersuchen. Gleichzeitig wurden vor allem Flugeigenschaften, Aerodynamik und die strukturelle Festigkeit des umgebauten Jumbojets getestet. Ende 2010 konnte SOFIA dann den eigentlichen wissenschaftlichen Testbetrieb aufnehmen. Bei der Generalüberholung in Hamburg wird der Jet fast komplett zerlegt. Über 50.000 Arbeitsstunden sind für die Inspektion eingeplant. Ja, hier sind wir jetzt unter der Fläche im Bereich Übergang Rumpf zur Fläche. Man kann hier Teile der Klimaanlage sehen. Das sind sogenannte Mannlöcher. Hier kann man hineinklettern und kann eben die entsprechenden Kontrollen und auch Wartungsarbeiten durchführen. In erster Linie finden hier Strukturkontrollen statt in den Tanks und Kraftstoffzufuhr. Kabel müssen inspiziert werden auf Brüchigkeit und eben festen Sitz. Weiterhin muss man auch gucken, dass der Tank dicht ist. Auch das wird überprüft und gegebenenfalls auch bei uns erneuert. Die Hamburger Techniker suchen penibel auch nach kleinsten Beschädigungen. Die werden protokolliert und behoben. Und hier hat man mal was Klassisches, hier hat man eine Beanstandung festgestellt. Man kann sehen, dass die Abdeckung hier unterbrochen ist. Es wurde festgestellt, man hat hier Zugangsschrauben, die werden gelöst. Dann kann man diese Naht, diese Verkleidung hier, das ist eigentlich mehr Gummi, austauschen. Das ist eine Abdichtung, damit hier die Luft weiterhin ungeströmt unter der Fläche durchfließen kann. Wird ausgetauscht, wird lackiert. Und dann wird das Ganze wieder angeschraubt und dann ist es auch wieder kann es abgeschrieben werden als erledigt. Jede Schraube, jedes Aluminiumblech der Maschine wird gesichtet und überprüft. Immerhin, der Jet ist über 30 Jahre alt. Doch bei entsprechender Wartung ist das kein Alter für ein Flugzeug. Die Grundkonzeption der 747 stammt aus den 60er Jahren. Das heißt, viel Mechanik, wenig Elektronik. Wir sind jetzt im Bereich des Hinterholms, der Fläche,
und auch des Center Tanks. Man kann auch die Hydraulikversorgung hier sehen und auch Steuerseile für die sogenannten Flight Controls. Das heißt also die Steuerelemente, die in diesem Fall das Flugzeug links und rechts fliegen lassen. Bei diesem Flugzeug handelt es sich um eine rein manuelle und maschinelle Steuerung. Man muss sich vorstellen, dieses Flugzeug wurde mal in den 60ern entwickelt, des vorhergehenden Jahrhunderts. Und die Technologie, die man hier sieht, die verbaut ist, ist jetzt weit über 50 Jahre alt. Heimatbasis von SOFIA ist das NASA-Forschungszentrum im kalifornischen Palmdale. Von hier aus startet das fliegende Observatorium zu seinen Missionen. Das Beeindruckendste ist diese große Öffnung, die sich durch diese obere Tür bis hier unten schließen lässt. Zusätzlich gibt es hier noch diese Vorrichtung, die sich Apertur nennt, mit dieser Rampe hier. Und wenn das Flugzeug mit 850 Stundenkilometern durch die Atmosphäre fliegt, strömt die Luft hier rüber weg und schmiegt sich hier ganz elegant wieder an, sodass die Luft nicht hier reinströmt und der Luftstrahl auf dieses Teleskop trifft. Dann würde es aus seiner Richtung geworfen, dann kann man es nicht mehr stabil halten. Dank der ausgefeilten Aerodynamik herrschen in der Teleskopkammer bei geöffnetem Tor nur etwa 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Diese dunkle Struktur ist eine Kohlefaserstruktur. Das ist eine sehr steife Struktur, aber bei gleicher Steifigkeit wie Stahl deutlich leichter. Und es war eines der Hauptziele, dieses Teleskop möglichst kompakt zu bauen, weil eine 7x7 ist zwar sehr groß, aber nicht unendlich groß. Und deswegen muss es kompakt hier rein und gleichzeitig sehr leicht sein. Die Basis von SOFIA liegt inmitten der Edwards Air Force Base. Von hier aus startete bereits Chuck Yeager zum ersten Überschallflug der Menschheitsgeschichte. Die SOFIA-Missionen starten am frühen Abend. Bis die Instrumente gecheckt, heruntergekühlt und das Flugzeug betankt ist, wird es Nacht. Den ersten reinen Wissenschaftsflug absolvierte SOFIA Ende 2010. Das fliegende Teleskop startet in der Nacht. Nach etwa 45 Minuten wird das Flugzeug seine Einsatzhöhe von etwa 12.000 Metern erreichen. Über 10 Stunden Flug und astronomischer Beobachtungen liegen vor der Besatzung und den Wissenschaftlern. SOFIA ist ein fliegendes Großlabor, ein Jumbojet, vollgepackt mit modernsten wissenschaftlichen Geräten und mit einem riesigen Teleskop im Heckbereich. Nach dem Erreichen der Einsatzhöhe öffnen die Piloten die Teleskoptür. SOFIA fängt das Ziel ein und lässt es dann nicht mehr los. Ein Ziel, das Hunderte, Tausende oder aber Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Die Bilder spiegeln die Vergangenheit der Sterne. Im Inneren von SOFIA herrscht wissenschaftliche Sachlichkeit. Die Passagiere bringen sich ihr Essen und ihre Getränke selber mit. Stewardessen gibt es an Bord dieses Jumbos nicht. Die Besatzung teilt sich auf in Techniker und Wissenschaftler. Die Techniker an Bord sind für die Kontrolle und Funktion aller Instrumente, besonders aber für die stabile Ausrichtung des Teleskops verantwortlich. Das steht im Raum still, fixiert auf sein Ziel. Was sich bewegt, ist das Flugzeug außen herum. Der ausgerichtete Spiegel bewegt sich nicht um den Bruchteil eines Millimeters. Er würde sein Ziel sonst sofort verlieren. SOFIA beobachtet ausschließlich im infraroten Bereich. Für das bloße Auge des Menschen unsichtbares Licht. Für die Erforschung des Universums aber hervorragend geeignet. Wenn Sie Planeten untersuchen wollen, wenn Sie interstellare Wolken untersuchen wollen, wenn Sie die Bildung von Sternen untersuchen wollen, wie bilden sich Planeten, dann müssen Sie ins Infrarote gehen, weil im Sichtbaren da gar nichts zu sehen ist. Infrarot ist ja Wärmestrahlung. Alles, was so zwischen 1000 Grad Celsius und minus 270 ist, ist warm. Diese Strahlung sehen wir nicht, aber wir haben Instrumente, die das sehen können. Wir haben Kameras, die im Infraroten arbeiten können. Das Weltall sieht völlig anders aus, wenn man im Infraroten Ergebnisse
also Beobachtungen macht und sich die Ergebnisse anschaut, da sehen Sie keine Sterne mehr, da sehen Sie leuchtende Wolken, leuchtende Gase, Zusammenballungen und kühle Körper. Die Astrophysiker befinden sich auf einer nicht endenden Forschungsreise bis an die Grenzen unseres Universums und darüber hinaus. Die Erde ist nur ein Sandkorn an einem gigantischen Strand. Unser Sonnensystem nur eines unter Myriaden, ein Trabant in der Unendlichkeit. Eine Reise auch an die Grenzen des Wissens, auf der Suche nach dem Bauplan des Ganzen. Eine Reise aber, die in immer kürzer werdenden Zeitabständen immer neue Erkenntnisse bringt. Eine Expedition, die ganz konkrete Forschungsziele verfolgt. So die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Exoplaneten. Auch ein Amateur kann heute Exoplaneten beobachten, weil viele Exoplaneten so umlaufen, dass sie vor der Sternscheibe vorbeilaufen. Und wenn sie vor der Sternscheibe vorbeilaufen, dann wird die Lichtintensität vom Stern etwas geringer. Der Stern wird etwas dunkler. Das sind nur Bruchteile von Prozent, aber mit modernen Kamerasystemen kann man das sehen. Und vor allen Dingen, wenn das immer wiederkehrend ist, alle paar Tage, dann wissen Sie, aha, das ist ein regelmäßiges Ereignis, da muss ein Planet umlaufen. Es ist die Suche nach einer zweiten Erde, die Suche nach fernen Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen und vielleicht Bedingungen für die Entstehung von Leben bieten. Die Frage nach den Exoplaneten ist sehr alt. Und eine der Fragen ist, are we alone? Sind wir alleine? Und so beschäftigt die Astronomen und Astrophysiker nicht nur die Mechanik hinter dem Universum. Die Suche nach den Anfängen und der weite Blick zurück in die eigene Vergangenheit hat auch immer etwas Philosophisches. Wo eigentlich befindet sich der Mensch? Ich glaube, was dahinter steckt, ist das Bedürfnis des Menschen, seine Welt eben zu beschreiben und greifbar zu machen. Aristoteles propagierte ein geozentrisches Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt stand und darum dann die verschiedenen Sphären mit den Planeten und die äußerste Sphäre waren die Fixsterne. Auch der griechische Philosoph Ptolemäus sah die Erde als Mittelpunkt des Universums. Erst knapp 1500 Jahre später wandelte sich dieses Bild. Nikolaus Kopernikus rückte die Sonne in das Zentrum der Welt, um die sich die Planeten und so auch die Erde bewegten. Seine Forschung beruhte auf reinen Berechnungen. Erst eine bahnbrechende Erfindung untermauerte seine Theorien. Es gab Linsenmacher in Niederlanden, die probiert hatten, Brillen zu bauen und dann eben auch die Idee gehabt hat, zwei von diesen Linsen zu koppeln und daraus ein Teleskop zu machen. Galileis Forschungen stützten das neue Weltbild des Kopernikus. Die Erfindung der Niederländer gab ihm das ideale Instrument, um seine Theorien zu untermauern. Galileo Galilei hörte relativ schnell, dass in den Niederlanden Teleskope gebaut wurden. Warum Galileo so berühmt geworden ist mit dem Teleskop, liegt einfach daran, dass er der Erste war, der ein Teleskop für astronomische Beobachtungen genutzt hat. Es war die Geburtsstunde der modernen Astronomie. Vor Galileos Augen taten sich neue Welten auf. Das Teleskop hatte die Tür zum Universum geöffnet. Überall auf der Welt begann man, immer größere und immer bessere Teleskope zu bauen. Ende des 19. Jahrhunderts war dann die Blütezeit der großen Refraktoren, riesige Linsenfernrohre, untergebracht in wahren Kathedralen der Astronomie. So entstand 1899 auch der große Refraktor auf dem Telegrafenberg in Potsdam. Mit dem großen Refraktor wollte man ein Vorzeigeinstrument haben, um zu zeigen, dass die Wissenschaften, die hier betrieben werden in Preußen, zu den fortschrittlichsten Wissenschaften in der Welt gehörte. Und so kam der Kaiser persönlich zur Einweihung des damals größten Fernrohrs der Welt. Auch in der Wissenschaft sah der fortschrittsgläubige Regent ein Mittel, um Deutschlands Prestige in der Welt zu steigern. Hier verbrachten Generationen von Sternguckern ihre Nächte mit der Beobachtung des Firmaments, immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen und Erkenntnissen. Bis heute zählt der große Refraktor in Potsdam zu den vier größten Linsenteleskopen der Welt. Bis 1968 erforschte man mit ihm das Universum. Nebenan entstand zwei Jahrzehnte und einen Weltkrieg, nach des Kaisers Besuch ein Observatorium mit komplett anderem Prinzip.
Der von Erich Mendelssohn 1919 gebaute Turm beherbergt ein Sonnenteleskop. Der Turm gehört, wie der große Refraktor, zum Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Das Observatorium wurde vom Astrophysiker Erwin Finley Freundlich zur Überprüfung der erst ein paar Jahre alten Relativitätstheorie von Albert Einstein erschaffen. Und so trägt der Turm auch dessen Namen: Einstein-Turm. Die Beobachtung der Sonne bestimmt in großem Maße die Astrophysik. Sie bildet die Grundlage zum Verständnis vom Aufbau der Sterne. Das Sonnenobservatorium im fast 100 Jahre alten Einstein-Turm ist noch voll funktionsfähig. Jetzt müssten wir im Prinzip die Kuppel so ausrichten, dass das Sonnenlicht auf den Spiegel fallen kann. Die Spiegel unter der Kuppel leiten das Sonnenlicht in das eigentliche Teleskop im Turm. Dieser Spiegel fängt das Sonnenlicht ein. Man sieht, er hat hier eine Achse, die ist parallel zur Rotationsachse der Erde. Das heißt, wenn sich die Sonne über das Himmelszelt bewegt in die Richtung, verfolgen wir die Sonne mit diesem Spiegel. Der Spiegel schickt dann das Licht zu dem zweiten Spiegel. Und der hat eigentlich nur die Aufgabe, das Licht hier runter in das Turmteleskop zu schicken, wo das Licht dann durch eine 60 cm große Linse fällt. Diese Linse hat eine Brennweite von 14 Metern und diese Linse macht dann ein Sonnenbild etwa von dieser Größe, 14 cm, im Optiklabor, im Kellerlabor vom Einstein-Turm. Das Teleskop steht schwingungsfrei auf einem eigenen Fundament. Der Turm umgibt es als schützende Hülle. Das umgelenkte Sonnenlicht fällt durch das Turmteleskop hinab in Richtung Keller. Dann kann das Sonnenlicht in das Kellerlabor. Das Sonnenobservatorium auf dem Potsdamer Telegrafenberg ist bis heute eine leistungsfähige wissenschaftliche Anlage. Im Keller des Turms befindet sich das eigentliche Forschungslabor. Hier angekommen, wird das Licht der Sonne erneut umgelenkt. Das Licht trifft dann auf diesen Spiegel und der lenkt das Licht jetzt hier über diese optische Bank, wo wir hier Instrumente testen können. Und dann fällt das Licht auf diese Wand. Hier befindet sich der Spektrographenspalt. Der Spektrograph ist das Herzstück des Observatoriums. Das Sonnenlicht wird hier in seine Wellenlängen zerlegt. Jede Wellenlänge entspricht einer einzelnen Farbe. Dem Physiker Josef Fraunhofer fiel auf, dass es im Farbspektrum der Sonne auffällige Linien gibt. Diesen Linien konnte er einzelne chemische Elemente zuordnen. So kann man anhand der Spektrallinien die chemische Zusammensetzung der Sonne bestimmen. Geschaffen wurde das Observatorium ursprünglich zur Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins. Das gelang hier zwar nicht, doch Einstein wurde auf Lebenszeit zum Vorsitzenden der Sternwarte ernannt. Hier hat man sich getroffen, um über Arbeitsergebnisse zu reden. Arbeitsbesprechungen hat man gemacht und auch das Kuratorium des Einstein-Turms hat sich hier getroffen, wo auch dann Herr Einstein da war. Hier stehen drin die Uhrzeiten, mit welchen Kameras beobachtet worden ist. Das sind also im Prinzip die Laborprotokolle vom Einstein-Turm, die uns dann auch ermöglichen, die Daten, die hier gewonnen worden sind, auszuwerten, auch heute noch. Das hier sind Fotoplatten, wo jeden Tag, wenn es das Wetter erlaubt hat, Aufnahmen der gesamten Sonnenscheibe aufgenommen worden sind. Wir sehen hier also die Sonnenflecken, die sich längs des Äquators, der von Ost nach West verläuft, aufreihen. Dann hier kleinere Gruppen, die vom Sonnenrand dann bis hier über die Sonnenmitte sich erstrecken. Das Turmteleskop spielt auch heute eine wichtige Rolle. Hier wird der wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet. Und es werden neue optische Instrumente getestet. Die Sonne, sie ist der Quell allen Lebens auf der Erde. Ihr Licht und ihre Wärme bestimmen die Existenz des Menschen. Generationen vergötterten oder fürchteten sie. Wenn sie sich verdunkelte, bedeutete das Pest, Tod, den Weltuntergang. Die Sonne bestimmt die Tageszeiten und steuert das Klima auf der Erde. Ein riesiger Kernreaktor voll von scheinbar unendlicher Energie. Ein Stern, dessen Gegenwart der Mensch hautnah zu spüren bekommt.
und doch nur ein Stern unter Milliarden in unserer Galaxie. Europas modernstes und größtes Sonnenteleskop steht auf einem Vulkan auf der Insel Teneriffa und heißt Gregor. Die klare und ruhige Luft über den Wolkenschichten bietet ideale Bedingungen für die Sonnenbeobachtung. Mitentwickelt wurde Gregor von den Wissenschaftlern des Einstein-Turms am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Das Teleskop liefert Bilder der Sonne in einer bisher nicht erreichten Qualität. Für ein Sonnenteleskop ist es wichtig, einen großen Spiegel zu haben, in diesem Fall 1,5 Meter groß. Und erstmal braucht man einen großen Spiegel, um sehr viel Licht einzusammeln, weil unsere Instrumente sehr genaue Messungen durchführen müssen und dafür braucht man viel Licht. Je größer der Spiegel, desto kleinere Details kann man auf der Sonne sehen. Die Astrophysiker auf der Suche nach den Geheimnissen unseres Universums. Good morning, Discovery. You gotta go for HST deploy ops. Im April 1990 startet das Space Shuttle Discovery vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof in Florida. Im Laderaum des Raumschiffs befindet sich das Hubble-Weltraumteleskop. Das Auge im All ist nach dem US-amerikanischen Astronomen Edwin Paul Hubble benannt. Er entdeckte die Natur von Spiralnebeln und nach einer von ihm erdachten Formel lässt sich das Alter des Universums schätzen. Erst die Raumfahrt ermöglichte es, Sterne und Planeten zu beobachten, weit über der störenden Schicht der Erdatmosphäre. Die Weltraumfahrt erfüllte einen alten Menschheitstraum, die Erforschung des Universums aus dem All heraus. Der freie Blick in die Unendlichkeit. Und so lag es nahe, ein Teleskop ins Weltall zu schaffen. Ungestörtes Beobachten, ohne Umwelteinflüsse und die trübende Luftschicht der Erde. Wissen Sie, der Einfluss der Luftschicht ist erstaunlich. Da bitte, das sind zwei Aufnahmen vom Mars, hergestellt durch zwei gleichartige Teleskope. Die eine ist von der Erde aus aufgenommen durch die Atmosphäre und die andere ist hier entstanden. Ein Unterschied, nicht? Des Menschen Auge im All sollte das Weltraumteleskop Hubble sein. Doch das Auge entpuppte sich als kurzsichtig. Hubble lieferte unscharfe Aufnahmen, ein Schock für die Wissenschaftler. Das Spiegelsystem von Hubble besteht aus mehreren Einzelteilen. Und diese Einzelteile haben nicht gut zusammen funktioniert, weil der Hauptspiegel die falsche Krümmung hat. Das bedeutet, Hubble hatte eine Brille, die nicht passte. Und Hubble hat unscharf gesehen. Nun kann man nicht den Hauptspiegel wieder auf die Erde zurückbringen und ihn nachpolieren und sagen, so jetzt stimmt es, sondern man muss noch eine zweite Brille haben, damit die Fehler der ersten korrigiert werden. Was dann anlief, war wohl die teuerste Augenoperation der Welt. In mehreren Missionen flogen Astronauten zu Reparatureinsätzen das Weltraumfernrohr an. Mit Erfolg, der Fehler konnte im All korrigiert werden. Die Wissenschaft war versöhnt. Hubble lieferte die erwarteten Bilder, gestochen scharf. Bilder von einer bizarren, faszinierenden und verwirrenden Schönheit. Landschaften aus Licht und Sternenstaub und Gaswolken, geformt durch kosmischen Wind und Strahlung. Niemals zuvor haben Menschen so tief ins Weltall geschaut. Hubble blickt weit zurück in die Vergangenheit. Das Teleskop fängt Lichtwellen auf, die vor mehr als 13 Milliarden Jahren ihre Quelle verließen. Im Augenblick haben wir das goldene Zeitalter der Astronomie. Die Satelliten, die im Weltall herumkreisen und astronomische Ergebnisse liefern, zum Beispiel das Hubble Space Teleskop, das ist fantastisch. Der Wissenszuwachs über Raumfahrtmissionen zu den Planeten ist unglaublich. Die ganzen Lehrbücher von vor 50 Jahren können Sie alle wegwerfen, denn das Wissen nimmt so schnell zu, dass wir alle paar Jahre wieder etwas Neues finden. Sophia fliegt nur nachts.
Das Observatorium braucht den dunklen Sternenhimmel für seine Beobachtungen. Jede Mission ist akribisch geplant. Die Kunst der Flugplanung liegt darin, die einzelnen Flugabschnitte so zu kombinieren, dass man alle gewünschten Ziele beobachten kann während eines Flugs. Wir fliegen in Zickzackmuster die ganze Nacht, entweder über den USA oder über den Pazifik. Für die Flugverkehrskontrolle ist es natürlich auch sehr ungewöhnlich, weil wir nicht von A nach B fliegen mit einem genau vorgegebenen Ziel, sondern wir fliegen halt immer so, wie die Sterne wandern. Das war gerade in der Anfangsphase eine längere Diskussion, bis die ganzen Flugverkehrslotsen wussten, was Sophia da jede Nacht macht. Das an einem Flugzeug untergebrachte Teleskop vereint die Vorteile irdischer Sternwarten mit denen von Observatorien im All. Sophia lässt 99% der störenden Wasserdampfschicht unter sich. Und wie bei Fernrohren am Boden können die Forscher jederzeit verschiedene Zusatzgeräte oder Kameras an dem Teleskop montieren. Man könnte natürlich mit so einem Beobachtungsplatz ins Weltall gehen, aber einmal ist das Weltall natürlich auch sehr teuer. Und meistens ist es so, wenn Sie ins Weltall gehen, dann haben Sie keine Kontrolle mehr über den Satelliten. Das heißt, der Satellit ist da oben, wenn er funktioniert, ist gut, wenn er nicht funktioniert, dann haben Sie Pech gehabt, dann ist die Mission zu Ende. Und noch einen Vorteil bietet Sophia. Infrarotteleskope müssen stark gekühlt werden. Ihre eigene Wärmeausstrahlung würde die Beobachtungen sonst beeinflussen und verfälschen. Gekühlt wird meist mit flüssigem Helium. Und im All stationierte Teleskope können nur einen sehr begrenzten Vorrat an Kühlmitteln mitführen. Der Herschel-Satellit, der hatte dann irgendwann kein Kühlmittel, obwohl der Rest wunderbar funktionierte. Und dann ist die Mission zu Ende. Sophia als Flugzeug kann landen, wir können nachtanken und dann wieder starten. Das heißt, wir sind dann wieder frisch. Gesteuert wird Sophia von Testpiloten der NASA. Sie fliegen die von den Wissenschaftlern ausgearbeiteten Flugpläne ab. Sophia hat Beobachtungsflüge von 10 bis 11 Stunden Dauer. Das ist die reine Flugzeit zwischen Start und Landung. Da fallen etwa 8 bis 8,5 Stunden nachher an Beobachtungszeit an, in denen die Wissenschaftler tatsächlich Sternbeobachtungen durchführen können. Wenn wir nach Westen fliegen, können wir Objekte am südlichen Himmel beobachten. Und wenn wir nach Osten fliegen, können wir Objekte am nördlichen Himmel beobachten. Neben der dreiköpfigen Crew fliegen auf Sophia bis zu 20 Wissenschaftler und Techniker mit. Bei jeder Mission peilt das Teleskop verschiedene Ziele an. Normalerweise werden bodengebundene Teleskope auf massivem Fels gebaut, mit viel Beton und mit viel Stahl im Fundament, damit die ja nicht wackeln. Und hier baut man nun ein großes Teleskop in eine fliegende Plattform ein, die sich ständig bewegt. Wenn man auf Sophia mitfliegt, sieht man die ganze Zeit im hinteren Rumpfbereich das Teleskop arbeiten und sich bewegen. Aber in Wahrheit steht dieses Teleskop still im Raum und guckt auf den Stern. Und das Flugzeug bewegt sich außenrum. Die Forschungsflüge von Sophia dauern die ganze Nacht. Anstrengende, aber auch erfüllende Forschungsarbeit. Dieses Gefühl, wenn alles zusammen funktioniert, das Flugzeug fliegt, das Teleskop funktioniert, das Instrument misst und man kriegt Daten raus, man sieht dann so langsam, wie sich so ein Bild ergibt auf dem Bildschirm, so Mosaike werden zusammengesetzt und Sie sehen dann diese Messergebnisse, das ist fantastisch. Doch wenn man Sophia in der Hamburger Werft sieht, kann man kaum glauben, dass das Observatorium jemals wieder fliegen wird. Die Techniker dringen bis zu den Eingeweiden des Fliegers vor. Kilometer von Kabeln müssen überprüft werden, jedes einzeln. Einrichtung, Innenverkleidung, die Decke, selbst der Boden sind nicht mehr vorhanden. Der Fußboden wird komplett gelöst, entfernt, um dann eben die entsprechenden Strukturkontrollen hier durchzuführen. Können wir ein Stück nach hinten gehen? Wo sonst die Techniker und Wissenschaftler arbeiten, ist nur noch das Skelett des Flugzeugs übrig. Allein das Teleskop wird von Mitarbeitern der NASA gewartet. Hier kann man ganz schön sehen, einen Schaltschrank für die Teleskopsteuerung. Und hier die Kabinenseite des Teleskopes.
Man kann hier sehr schön sehen, hier vorne wird das Instrument normalerweise angeflanscht. Das kann man austauschen. Das ist das Besondere an der Sophia. Man kann hier sehen, die Lagerung, das Druckshot selber, das neue Druckshot, das eingebaut werden musste und die enorme Leistung, die hier reingegangen ist für den Umbau. Und in dem Teil der Kabine, das kann man hier vielleicht ganz gut sehen, auch werden die Schaltpulte und Steuerelemente, die Überwachungstische eingebaut, drei derer an der Zahl, kleiner Konferenztisch auf der anderen Seite noch. Und ansonsten ist die Kabine sehr spartanisch eingerichtet. Bei der Überholung sind auch Mängel zutage getreten. Lufthansa-Techniker entfernen Nieten, um Teile der tragenden Struktur des Flugzeuges auszubauen. Hier sehen wir jetzt gerade das Cockpit. Wir sind im Moment dabei, einen kompletten Spant auszutauschen. Bei der Befundung haben wir festgestellt, dass ein Riss aufgetreten ist in eben diesem besagten Spant. Und den tauschen wir jetzt aus. Das ist ein sehr komplexer Eingriff. Wir schätzen, dass wir ungefähr 10 Tage lang jetzt für den Ausbau und die Vorbereitung des Einbaus benötigen, um dann auch noch mal weitere 10 Tage den Einbau durchführen zu müssen. Das auf 3 Schichten, 7 Tage die Woche jetzt. Auch das Cockpit von Sophia wird rund erneuert. Neben moderner Elektronik bekommen die Piloten neue Fenster. Bei den Scheiben haben sich in den Zwischenschichten Blasen gebildet und deshalb mussten diese Scheiben gewechselt werden. Und wir sind jetzt auch von Acrylscheiben auf Glasscheiben umgewechselt. Das ist eine Modifikation, die wir auch gleichzeitig durchführen hier. Das Flugzeug im Augenblick ist hier mutwillig zerlegt. Und ich hoffe, dass die Lufthansa das auch wieder zusammensetzen kann. Ich habe keinen Zweifel, dass sie es schaffen wird. Von daher sehe ich das mit relativer Ruhe. Ein gutes halbes Jahr wird das fliegende Teleskop an den Boden gefesselt sein. So lange brauchen die Hamburger Techniker, um das Flugzeug in den Neuzustand zu versetzen. Wir werden zum Ende dieser Liegezeit das Flugzeug wieder flugfähig haben. Dann werden wir die entsprechenden Bodenteste durchführen, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Flugtestphase kommen. Es werden alle Systeme überprüft und erst dann können wir das Flugzeug sicher dem Betreiber wieder zurückgeben. Nach dem Abschluss der Arbeiten ist dies ein ganz neues Werkzeug, ein ganz neues Observatorium. Danach geht es mit unseren Missionen mit voller Kraft weiter. Nach dem Werftaufenthalt in Hamburg wird Sophia zurück zur Basis nach Palmdale, Kalifornien, fliegen. Grundüberholt und modernisiert. Die nächsten Missionen sind bereits geplant. Über 100 Flüge pro Jahr soll das fliegende Teleskop dann absolvieren. Es wird neugeborene Sterne, Gasnebel und Planeten außerhalb unseres Sonnensystems erforschen. Und wie immer stehen die Entdecker erst am Anfang.